Also ich sage euch mal, wir wollen was bewegen, ne? Wir wollen hier, dass der Platz hier so voll ist wie in Spanien, die Plätze, dass hier Zelte stehen, dass die Leute hier sind, dass die Leute hier für ihr Recht ihre Stimme erheben, ne? Könnt ihr euch das vorstellen, dass der komplette Alexanderplatz hier voll ist mit Menschen, so wie in Spanien? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann mir es vorstellen. Und deswegen, ihr habt gehört, was das Mädel da gesagt hat, das nette junge Mädchen hier, die voll am Ende ist, die hat 5 Tage und 5 Nächte nicht geschlafen, die setzt sich hier ein und reißt sich den Arsch auf und ihr habt vielleicht irgendwelche Vorurteile jetzt, was weiß ich deswegen, weil die so ist, wie sie jetzt ist. Aber ihr solltet echt mal hierher kommen. Wenn ihr was gegen dieses unterdrückende, herrschsüchtige, kapitalistische System habt, das es hier gibt in Deutschland, das es in ganz Europa gibt, das die ganze Welt versklavt und unterdrückt, dann müsst ihr hierher kommen. Weil von hier aus können wir echt was bewegen, von Berlin, vom Herzen Europas. Wer hat das mal gesagt? Ja, wer das Herz Europas kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Und Berlin ist das Herz Europas. Guckt mal auf die Landkarte.